Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Emergency 2.0 Modifikation Lüdenscheid Feuerwehr Brandstedt und zugleich die Map Brandstedt. Ja Leute, wenn euch das Video hier gefällt, hinterlasst gerne einen Daumen nach oben und für alle neuen Zuschauer abonniert den Channel, dann ja, bekommt ihr spannenden Content und ja, dann lasst uns gemeinsam viel Spaß haben. In diesem Sinne, legen wir los und dann schauen wir mal einfach mal, was wir denn für einen Einsatz reinbekommen. Ja, jetzt ist immer schön, wenn keiner Einsatz reinkommt, das ist immer am besten. Oh, immer noch kein Einsatz? Wow, nix. Schauen wir mal. Ah, jetzt. B2, Gebäudebrand. Okay, wir haben einen B2 Gebäudebrand, dann legen wir gleich mal los und schicken mal B2 Feueralarmstufe 2 löst mal aus. Ja. Oha. Aber ich denke mal, das reicht nicht. Wir setzen nochmals ein B2. Machen wir hier hinten noch. So, jetzt perfekt. Schauen wir mal, welche Wachen alles alarmiert wurden. No? Okay. Anscheinend bloß hier. Ja. Dann machen wir mal Folgendes. Wir holen hier nochmal Löschgruppe Seedorf, ein HLF und ein LF zusätzlich. Wo ist die denn eigentlich dann diese Wache? Die müsste. Ist die dann außerhalb? Es könnte sein, dass sie außerhalb ist, weil hier ist jetzt. Ah, hier. Nice. So, jetzt wunderbar, super. Dann schauen wir mal gleich wieder zurück. Dürften ja die ersten Einheiten eingetroffen sein. Also, dann gehen wir mal her. Machen wir Folgendes. Also, mit Atemschutz aussteigen. Dann Atemschutz aussteigen. Atemschutz aussteigen. Okay. Gut. Dann schauen wir Hydranten hier, Verbindung. Und hier schauen wir auch Hydranten, Verbindung. Und dann machen wir gleich mal hier eine Verbindung. So. Dann machen wir hier einen Verteiler. Hier drüben machen wir selbige Spielchen. Lass mal alle mal aussteigen. So. Hier. Und die lassen wir auch gleich mal aussteigen von der DLK. Na? Vielleicht aus, so jetzt. Dann machen wir hier eine Verbindung. So.
Und wir brauchen für die, gibt nichts, wir brauchen für die Presse, brauchen wir natürlich wieder Material. Ja. Ja, das sieht ein bisschen schlecht aus. Also, dann müssen wir da schon eine schöne Stelle finden. Ja, so in etwa, ja. Okay. So. Wunderbar. Das ist mir ganz wichtig. Ja. Also, Löschvorgang läuft. Die müssen wir auch nochmal einstellen lassen. Dann machen wir gleich jetzt Folgendes. Wir werden jetzt gleich... Also, erstmal stecken wir... müssen wir uns hier mit an. Dann machen wir die auch. Die machen wir dran. Na, das löscht. Und hier, wir können auch mal gleich loslegen. Und hier Verteiler. So. Gut, dann machen wir Folgendes. So, Rettungsdienst. Nef. RTW. Zwei RTWs, ja. Wenn wir hier drei RTWs, vier RTWs. Die Alarmierer stellen wir mal hier hin. Ich weiß nämlich nicht, wie viele verletzte Personen drin sind im Gebäude. Der Brand ist eigentlich unter Kontrolle, würde ich sagen. Jetzt warten wir mal, bis abgelöscht ist und erst dann schickt man Personal rein. Also schickt man einen Mann rein. Perfekt, super. Okay, schauen wir mal. Schickt man mal jemanden rein ins Gebäude. Okay, wir haben hier jemanden verletzt. Ne? Ja, jetzt hoffe ich mal, dass frühzeitig die Rettungseinheiten kommen. Ja. Ich soll mal einen Koffer holen. Dann soll er sich mal schnell darum kümmern. Okay, der kann schon mal übernehmen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie viele verletzte Personen im Gebäude drin sind. Was das? Ah ja, okay, das war's schon. Also so viele Leute waren gar nicht drin, ja. Ja, dann passt's ja. Dann transportieren wir den ab hier. Ist ja nicht so schlimm wie gedacht. Also was ist, ja, natürlich schlimm, wenn jemand verletzt ist. Was hat er denn? Platzwunden am Körper und Kopf. Okay, sowas können wir behandeln. Das ist jetzt, ja, ist jetzt nicht lebensbedrohlich. Ja, wir brauchen jetzt übrigens noch die Polizei mit Funkstreifen. Ja, ab ins Krankenhaus, würde ich sagen. Die restlichen Einheiten können ja eigentlich zusammenpacken. Die beiden hier werden nicht benötigt, die schicken wir mal gleich zurück. Die RTWs auch nicht. Und den Neff kann man auch schon wieder abziehen. Der zweite Löschzug kann jetzt dann eigentlich auch abziehen. Jetzt schauen wir mal, was ist hier los? Ja, was passiert hier denn jetzt?
Okay. Der macht so Bodenuntersuchungen, ja. So. Dann warten wir schnell auf die Polizei. Weil die müssen ja schließlich das Ganze hier zumachen. Wo ist denn der jetzt? Ja, nice, oder? Schauen wir mal. Wenn wir den zurückschicken, irgendwas stimmt jetzt nicht. Eieiei, der geht auch irgendwie da drüben, irgendwas stimmt da nicht. Naja. So, Polizei. Sprechen gleich mal aus. Und verschließen das Gebäude. Wir müssen natürlich jetzt erstmal Brandermittler kommen, die müssen sich das anschauen, warum hat es dann überhaupt gebrannt, ja, und ja, Patient wurde mit Sanitäter abtransportiert, okay, dann würde ich sagen, abrücken, perfekt, ja, dort, die können auch abrücken, ich weiß nicht, was das eine Feuerwehrfahrzeug da macht, keine Ahnung. Ja, die Polizei kann auch abrücken. Ja, dann würde ich mal sagen, haben wir es schon wieder. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, in diesem Sinne. Feuerwehr rückt ab, aber das irgendwie nicht. Ja, das muss man halt manuell zurücksetzen. Ja, kann passieren, kann passieren. Okay, in diesem Sinne, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Und ich bin draußen. Tschüss, Freunde. Servus.